Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf MCSG. Vielleicht hört ihr es, ich bin irgendwie voll krank und mein Hals tut weh, aber das ist auch egal. Heute ist der 31. Oktober, deswegen Happy Halloween an euch alle, die ihr das Video hier schaut. Ich hoffe, ihr habt viel getrunken oder viele Süßigkeiten gekriegt, je nachdem wie alt ihr seid. Ja, ich hoffe einfach, dass ihr Spaß hattet und dass es ein bisschen chillig war für euch. Oh, ein Schwert. Oh ja, sterben. Oh, der hat ein Schwert, den muss ich töten. Oh, okay, das hat richtig gut funktioniert mit den Leuten töten hier am Spawn. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt längst laufe, wenn ich ehrlich bin. Oh, der hat gutes Zeug, den habe ich jetzt. Das Schwein töte ich jetzt auch noch. Komm her. Nice, okay. Können wir jetzt auch meine Route laufen, die ich eigentlich von Anfang an laufen wollte. Und den hier töten wir auch noch. Komm. Huh. Nice, okay. So weit, so gut. Und da ist noch jemand. Ich raste hier gerade ein bisschen aus. Oh, ich targete die jetzt einfach, weil ich ihre Punkte brauche. Ja, gib mir Punkte. Ja, Punkte. ja, ich bin ein bisschen krank, deswegen bin ich eigentlich nicht so in der Lage zu kommentieren. Oh, es tut mir leid, aber... Naja, ist ja nicht so ganz schlimm. Es tut nur ein bisschen wie auch Kackartig und Stuff. Ich hoffe, der tötet mich nicht. Ich hoffe, der tötet mich nicht. Der hat mich gesehen. Ich gehe jetzt auf ihn. Einfach nur, um zu gucken, was er für eine Waffe hat. Okay, ich weiß nicht, ob der eine Waffe hat. Ich schätze mal, dass er eine hat, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Wenn er keine hat, dann bin ich GG. Dann habe ich einen Eisenharnisch. Aber ich... Wenn er eine hätte, würde er mich jetzt angreifen, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist kein Punkt für ihn, jetzt wegzurennen. Der macht auch F5, also warum sollte er wegrennen? Okay, hat 1. Ja, okay, dann laufe ich. Okay, ich suche mir lieber einen Harnisch, glaube ich. Ich gehe hier irgendwie hoch, denke ich. Das ist so das Smarteste. Okay, der folgt mir, aber dann gehe ich da lieber nicht hoch. Weil dann wäre ich so ziemlich am Arsch. Ich esse jetzt mal nichts, weil ich weiß, dass hier vorne ein Kuchen ist und den gönne ich mir erstmal. Da gucke ich mal, dass ich irgendwo eine Angel bekomme oder so. Das wäre so irgendwie das Beste. Irgendwie geht dann den Baum hoch. Typ ist da hinten, der verfolgt mich, glaube ich, oder? Wird er für mich töten? Ich gehe mal hier in die Kiste eben. Oder kriege ich irgendwie immer das, was ich brauche? Das ist voll witzig. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht so wirklich so eine Topic jetzt, weil ich bin auch eigentlich krank und ich nehme das eigentlich so ziemlich spontan auf. Also wirklich sehr, sehr spontan. Mir war einfach gerade so danach. Und ich meine, mir ist nicht so oft nach SG im Moment. Deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du das direkt mal auf. Weil ansonsten kommen wir ja nie wieder ein Video. Das wollen wir alle nicht. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, zack. Und zack. Und ein Boot mach ich noch da. Und da hinten ist jemand. Was hat der denn? Ich glaube, der hat gar nichts, was wir brauchen. Aber egal, dann ist der wenigstens weg. Oh, bitte geh nicht ins Wasser. Nein, warum? Ich hasse diese Leute, die ins Wasser gehen. Und das ist einfach kein Punkt. Ich will ihn jetzt einfach so töten. Töten. Wo ist er denn? Da unten. Oh Gott, was ein Noob. Oh komm, oh, egal, ich schieße ihn jetzt ab. Ich will, dass er stirbt. Oh Gott, ich treffe nicht mal. Also mit dem Bogen habe ich noch nicht so drauf mit der Maus. Genau, jetzt habe ich ihn, das war's. Ey, der hatte Pfeile, vielleicht war es ja doch wert. Ja, das war's richtig wert, der hatte nämlich richtig viele Pfeile, nice. Und er hatte sogar ein bisschen Tier-2-Blut. Das ist natürlich echt cool. Vielleicht hat er auch einen Harnisch, den er nicht angezogen hat, aber nein. Aber wir haben jetzt schon viel Essen. So, habe ich denn noch ein Boot? Ja, ein Boot habe ich noch. Okay, ich habe 12 Pfeile, das muss ich mir merken. Falls jemand fragt. Nein, also falls ich jetzt in den Kampf komme und dann muss ich ja wissen, ab wann ich Bows spammen kann. Und ich glaube, 8 voll aufgespannte Treffer, wenn er nicht blockt, töten jemanden in Full Iron. Also, insofern halt nicht zu viel reckt in der Zeit. Und deswegen, ja, reichen 12 Pfeile, glaube ich. Wenn ich ihm vorher ein bisschen Schaden mache und er dann blockt, dann dürfte es trotzdem immer noch hinhauen. Also, ich mache es meistens so, ich hätte sie 2-3 Mal. Dann bowspam ich, es sei denn, ich habe wenig Pfeile, dann warte ich, bis ich fast tot bin und der halt auch fast tot ist und dann bowspam ich ihn erst. Weil, ja, viel kann man da eh nicht verlieren. Bei, also dabei kann man eh nicht viel verlieren. So meine ich das. So. Ich überlege gerade, kann ich euch irgendwas zeigen? Ich könnte euch ein Secret zeigen und zwar da hinten. Das kennt ihr irgendwie richtig wenig. Da ist ein Work-Dings vom Star, so ein Crafting-Bench. In so einem kleinen Labyrinth, keine Ahnung. Zeige ich euch einfach mal, weil ich gerade was zu tun brauche. Und ja, da ist leider keine Tier 2, was ich eigentlich richtig nice gefunden hätte, weil das Ding ist einfach so gut verstärkt, das kennen so richtig wenig Leute eigentlich. Und ja, man muss halt so durch so ein Labyrinth gehen und da vorne ist... Oh, ein zweiter Team. Really? Really? Are you even real, mate? You what, mate? Ich würde die ja gerne töten, ne? Der eine hat kein Harnisch und der andere hat keine Hose. Also dürfte ich die eigentlich bekommen, vor allem im Wasser, wegen 12 Pfeilen und so. Also ich werde versuchen, sie ein bisschen zu schwächen, vielleicht sogar einen zu töten und dann ins Wasser zu gehen. Dann dürfte ich die haben. Die gehen da hoch, okay.
Das wird ein bisschen böse, wenn ich da hochgehe. Ich darf nicht zu früh weglaufen, quasi. Okay, das war schlecht. Das war sau schlecht. Das war sau schlecht gemacht. Okay, einer sitzt dicht hinter mir. Boah, danke für den Boost auf jeden Fall. Oh Gott. Bitte habt kein Boot. Bitte habt kein Boot. Okay. So, jetzt wird der eine gleich auf mich kommen. Das ist alles Plan hier gerade, ne? Und wenn er so ein bisschen... Okay, nice. Oh nein, der ist hinter mir. Das durfte nicht passieren. Nein, das war nicht der Plan. Der Plan sah anders aus. Oh Gott. Ja, oh, lol, er hat auch ein Boot. Auch nicht schlecht. Okay, nice. Oh fuck, nein. Nicht. Wow, ich bin so low, ne? Los, mir jetzt einfach. Komm, einen töte ich ja wohl. Oh, kacke. Das war richtig doof. Wie viele Pfeile habe ich jetzt noch? 5 nur noch. Oh, kacke. Das ist natürlich nicht so Sinn der Sache. Ich töte ihn da. Den will ich töten. Nice. Der ist tot. Dann gehe ich jetzt zu seinem Staff. Weil er darf die Hose nicht bekommen. Weil ansonsten hat er ja... Hätte er da auch Pfeile, glaube ich. Okay, nice. Er hat geblockt, aber glaube ich. Na egal, den haben wir auf jeden Fall. So hatte der irgendwas Cooles. Ich kann mir ein Feuerzeug machen, das ist ja schon mal was. Der Typ ist immer noch hinter mir. Also wenn ich voll bin, habe ich den eh. Deswegen laufe ich jetzt mal ein bisschen zurück. Und angel ihn jetzt hoch. Um ihm ein paar Hits von unten zu geben. Ja, das ist natürlich mies. Ich weiß. Egal, jetzt boss bei mich ihn. Nice, das hat doch perfekt gereicht. Wie viele Kills habe ich eigentlich schon gemacht? Ich habe doch am Spawn so richtig viele getötet. Und jetzt habe ich fast voll Iron, das ist doch schön. So, das mache ich nach da, das noch da. So, okay, perfekt. Ich weiß nicht, ob ich das Boot nach unten tun soll. Nee, eigentlich braucht man, das braucht man eh nicht so schnell. Weil es ist halt nicht schnell, wenn kann man die ja noch wegangeln. Oder zumindest kurz wegangeln. Das wäre auch schon ganz cool eigentlich, aber... Na okay, ich glaube, ich tue es doch nach unten, man weiß ja nie. Aber dann halt hinter das Fahrzeug so. Ja, ich habe... Oh, hier sind Pfeile dran, cool. Ich habe, wie gesagt, nicht so wirklich was zum Reden. Und wenn ich mir kein Feuerzeug gemacht hätte, hätte ich jetzt ein Eisenschild gehabt, aber ist auch egal. Ach, was ich euch zeigen wollte, genau. Das coole Secret, da laufe ich jetzt nochmal eben hin. Und das ist echt ziemlich cool. Also, na okay, es ist eigentlich nicht cool, weil man hat halt eine Workbench, aber am Spawn ist sowieso, denke ich mal, die beste Workbench, weil der Typ ist einer mit... Okay, der hat von Aaron. Und noch ein Team. Oh, scheiße, Mann. Warum denn immer so viele Teams? Das ist so garstig. Vor allem der Boss spammt mich einfach jetzt schon. Was denkt der denn? Oh, die sind gar kein Team. Da mache ich mit. Ich will auch kämpfen. Ja, abstauben ist das, was ich gut kann. Also abstauben ist die beste Taktik in SG eigentlich. Weil man... Es geht ja darum, zu gewinnen. Einfach so als letzter Überlebender. Und dementsprechend ist es natürlich richtig gut, wenn man Leute einfach abstaubt. Und wenn man sie abstaubt, dann sind sie meistens so, also sind sie meistens slow. Bedeutet, man hat sowieso schon mal einen Vorteil. Und meistens greifen die Ende noch gar nicht an. Das bedeutet, man kriegt quasi höchstmöglichen Profit mit geringstem Aufwand. Sozusagen. Und dementsprechend ist das... richtig spannend, was laber ich? Richtig schlau. Und dementsprechend auf jeden Fall das Beste, was man machen kann. Natürlich, irgendwann ist man halt so gut, dass man die auch im 1-1 töten kann und so weiter. Aber so im Prinzip ist Abstauben eigentlich so ziemlich das Beste. Oh Gott. Ich hasse diese Bootskämpfe, ne? Ach, ich schwimme die einfach hinterher, das wird schon lustig. Ja, lass uns Spaß haben. Spaß. Die battlen jetzt. Ich habe wie viele Pfeile? Ich gucke einfach mal ein bisschen zu, glaube ich. Der Boss bleibt ihn hier jetzt. Leute, der hier wird gleich sterben. Nein, hat einen Goldapfel benutzt. Ich habe, das war mein Boot, oder? Ich puste den jetzt einfach zu dem hin. Okay, der schwimmt jetzt weg. Das bedeutet, der ist noch da. Und ich weiß, dass der hier noch einen Goldapfel hat. Oh Gott. Hol ich mein Boot halt auch raus, meine Fresse. Okay, da ist gerade Randale hier außerhalb meines Zimmers, oder wie? Oder was gibt's da? Naja, okay, ich lauf den, ich schwimm den mal hinterher. Oh, anhalten, ich will nur zugucken. Das machen die aber gut. Okay, da hat die nice abgestaubt auf jeden Fall. Okay, ich habe 17 Pfeile, ich kann die Bowspam. Ich werde ihn Bowspam. Nein, komm nicht weg. Nice. Jetzt habe ich kein Boot mehr, das ist natürlich echt blöd. Oh shit. Ich treffe ihn von hier nicht mehr, ich bin zu schlecht mit dem Bogen dafür.
Nice. Okay, das habe ich auch kaputt gemacht. Ich kriege ihn jetzt so langsam in die Ecke hier. Nein. Shit. Nein, er kommt. Oh, fuck. Und ich habe kein Boot. Das ist natürlich jetzt genau das, was ich wollte. Egal, ich hole mir jetzt die Pfeile wieder. Ach, Mensch. Da war ich... Oh Gott, wie inkompetent ich gerade war. Und es wird einfach schon Nacht. Wie lange geht denn die Runde bitte schon? Ich glaube, die geht schon 10 Minuten. Also, sie dürfte 10 Minuten gehen, wenn ich das richtig berechnet habe. Ich glaube, eine Runde geht immer eine halbe Stunde Live-Game. Und wenn jetzt halt nur noch 20 Minuten halt sind, dann müsste das ja so sein. Aber ich weiß halt nicht, ob es wirklich so kurz nur ist. Oder halt nicht. Und irgendwie, es gibt voll viele Leute, die können sich so im Wasser selber boosten mit dem Bogen. Gucken, ob ich ihn treffe. Okay, das wäre sogar ein bisschen unter ihm gewesen, aber es war gar nicht so kacke. Ich ziele immer irgendwie auf die Füße von den Leuten irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Deswegen aim ich immer relativ tief und deswegen sind so Farshots nicht so richtig gut für mich. Aber One in the Chamber zum Beispiel ist richtig gut, weil die Leute sind da meistens nicht so weit weg. Und selbst wenn sie in One in the Chamber weit weg sind, dann ist es halt nicht so weit in normal SG. Und Hitboxen sind richtig gut, wenn man die Leute auch finden will. Ihr seht jetzt einfach, wie groß der Typ da hinten ist in dem Weiß. Das ist viel auffälliger, als wenn es ohne Hitboxen wäre. Ich spiele nämlich halt den Sieg auch immer mit Hitboxen, weil man dann die Blöcke einfach viel besser sieht. Ja, aber das nur nebenbei. Das ist so ein kleiner Smalltalk gewesen jetzt gerade. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier irgendwo in der Ecke ist. Aber scheint doch wohl nicht zu sein. Mach mal F3 und B aus. So. Das ist übrigens, falls ihr nicht wusstet, das geht mit F3 und B, diese Hitboxen. Also gleichzeitig drücken. F3 und B. So, und jetzt bin ich wieder da. Meine Mutter muss mich natürlich gerade stören, wenn ich fighte, wie man es fucking gewohnt ist, ne? Und ich habe auch kein Boot, das bedeutet, das wird auch nichts mit dem Wegschwimmen. Oh Gott, jetzt sterbe ich einfach wegen meiner Mutter, das ist doch nicht der Ernst. Weil ich kann mich einfach nicht konzentrieren, wenn sie da ist und wenn sie dir noch so dumme Fragen stellt, das ist so behindert. Ich werde jetzt hier über den Baumstamm laufen und ihn dann runter boosten. Das ist der Plan. Okay, der klappt ja auf jeden Fall richtig gut, auf jeden Fall. Oh, scheiße, Mann. Ach man, jetzt sterbe ich auch noch. Wie dämlich ist das denn bitte? Oh Gott. Come on. Wirklich. Bitte schieß nicht. Bitte schieß einfach nicht. Oh Gott. Oh scheiße, nein. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich lebe noch. Wie lebe ich denn noch? Oh man. Danke Mama, dass du mir wieder eine Aufnahme versaut hast. Ohne Spaß. Mann. Ich bin gerade richtig traurig, weil die war eigentlich voll gut. So viele Kills gemacht und jetzt sterbe ich einfach wegen so einer Scheiße. Okay, jetzt habe ich gegessen. Nice. Oh Gott, jetzt auch noch Refill. Und irgendein Randy kriege ich jetzt voll Iron am Spawn. Ach, kacke, Mann. Das ist jetzt ärgerlich. Und scheiße, er schießt. Bitte schieß ihn nochmal, bitte schieß ihn nochmal. Und der wüsste, wie low ich bin. Vor allem, er verfolgt mich jetzt natürlich auch die ganze Zeit, ne? Weil ich halt so low bin. Oh, fuck. Warum, warum, warum? Lass es doch bitte, meine Güte. Okay, er geht zum Spawn. Toll, richtig gut gelaufen auf jeden Fall. Ach, scheiße. Okay, ich glaube, er battelt da gerade. Dann versuche ich mal abzustauben, auch wenn ich scheiße low bin. Und der kriegt gerade übelst auf die Fresse. Der gönnt sich jetzt einen Goldapfel. Also wird der hier auf jeden Fall gewinnen. Der Typ, der in Flammen steht. Ich will eigentlich nur ein bisschen Stuff hier in der Mitte. Ich dachte, hinter mir ist einer, lol. Lol, okay, der hat gewonnen, wie auch immer er das gemacht hat. Egal, ich hole mir jetzt ein bisschen Stuff in der Mitte. Ein Goldapfel hätte ich ja gerne. Vorhin noch irgendwas an Rüstung, okay, eine Hose. Hose und Goldapfel. Ich glaube, hier ist gar nichts mehr. Doch ein Goldapfel und eine Hose. Perfekt. Perfekt. Das ist doch super. Jetzt mache ich das hier, so zack. Jetzt habe ich ein Eisenschwert. Goldapfel mache ich nach da unten gleich. Also jetzt. So, dann noch eine Feuerzeit noch da. Okay, jetzt greife ich ihn nochmal an. So, weil ich glaube, der ist noch low. Ich weiß es nicht, aber ich schätze es einfach mal. Zack. Jetzt hat er einen Goldapfel gefressen, glaube ich. Gott, nein. Nein, scheiße. Fuck, ich kriege ihn nicht mehr. Och man, wie ärgerlich.
Come on. Nice, ich habe ihn noch bekommen. Bevor im Deathmatch noch. Oh shit, und der wird mich jetzt töten. Jetzt sterbe ich im Deathmatch gegen so einen Randy. Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Bitte nicht mehr im Boden schon. Oh fuck. Nice, ich muss einfach nur weg. Ich muss einfach nur lang genug weglaufen. Nice. So weit, so gut. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich? Zwei nur noch. Kacke. Nice, er läuft weg, er läuft weg. Ja, er läuft weg. Er läuft er weg. Okay. Ihr wisst nicht, wie konzentriert ich gerade bin, weil ich will das jetzt echt nicht failen. Lol. Ach ja, der letzte Use, glaube ich, funktioniert nicht. Ich weiß nicht, warum es irgend so ein Bug auf MCSG gerade. Okay, nice. Soweit sieht's gut aus. Soweit sieht's echt gut aus. Ich glaube, das ist auch ein Noob. Ja, den habe ich. Nice. Oh mein Gott. Ist ja so nice. Ja, nice. Okay, GG. Endlich mal eine Runde gewonnen, die sogar relativ cool war. Und ich habe irgendwie richtig viel Kills gemacht. Ich weiß gar nicht so genau, wie viele das waren. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch die Runde soweit gefallen hat. Und ich hoffe natürlich, dass ihr ein mega tolles Halloween habt, weil, keine Ahnung, Halloween ist immer cool. Eigentlich wollte ich ehrlich gesagt ein Special machen, aber ich wusste nicht so wirklich, was ich machen soll. Ich hatte zwar so ein paar Ideen, aber da hätte man dann noch mehr Zeit rein investieren müssen und so. Aber ich habe jetzt so ein paar Ideen für andere Videos mal. Also Minecraft auch noch, aber halt mal ein bisschen andere Videos. Da habe ich jetzt auf jeden Fall ziemlich viel Inspiration für bekommen. Und ansonsten hoffe ich, wie gesagt, dass euch die Runde gefallen hat, dass ihr ein schönes Halloween hattet. Und wenn ihr ein bisschen geschraubt habt, schreibt einfach mal Hashtag Halloween in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einer weiteren Runde Survival Games, vielleicht wieder 5, vielleicht auch wieder MCSG, weil MCSG ist im Moment das geringere Übel, kann man sagen. Aber ja, also am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet ein tolles Halloween und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao, ciao.